Ladies and Gentlemen, heute sehen wir uns die Temple Run Spiele an. Viel Spaß! Temple Run ist von... Moment, ich muss zoomen. Da. Imangi Studios. Beide Teile, wir gucken uns beide Teile an. Teil 1 und Teil 2 sind beide von Imangi Studios, haben beide 100 Millionen Downloads, aber Teil 1 ist nur 42 MB groß, Teil 2 satte 100 MB. So, und ich denke mal, viele kennen Temple Run. Ich nehme es, will es aber trotzdem mit in die Reihe aufnehmen. Und der Sinn des Spiels ist es eben, unseren Charakter beim Flüchten zu helfen aus dem Tempel. Ich vergleiche das immer mit Indiana Jones so ein bisschen, nur dass keine Steinkugel hinter uns herrollt. Und wir können eben unsere Figur steuern, indem wir hier nach links, rechts zwischen, ähnlich wie bei Subway Surfer. Um genau zu sein, genauso wie bei Subway Surfer. Okay, da bin ich gerade hart rausgeflogen. Warum auch immer, habe ich wahrscheinlich zu wenig das Touchpad berührt. Also Touchpad hier, Touchscreen, sorry. Und wie wir auch sehen können, man kann, indem man das Handy hin und her neigt, auch die Figur auf der Bahn, ich nenne es jetzt mal Bahn, nach links und rechts bewegen. So, natürlich hat dieses Spiel auch einen hohen Suchtfaktor. Macht viel Bock. Vor allem, wenn man es das erste Mal spielt. Dann gibt es hier auch unterschiedliche, Welten? Kann man das so als Welten bezeichnen? Man kann sich eben hier auch ducken, man könnte auch drüber springen und so weiter. So, zack. Zack. Wow! Oh, der war knapp. Der war knapp. Da sind diese komischen Affenviecher. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was das darstellen soll. Ich denke mir immer, das sind Affen oder irgendwas. Aber auf jeden Fall sehen die verdammt creepy aus mit ihren überdimensionalen Bizeps, Alter. Da kriegst du richtig Angst. So, und das Ziel ist natürlich, so weit zu kommen wie möglich. Und schön finde ich auch immer wieder diese Anzeigen, wie weit man gelaufen ist, auch in Metern. Das heißt, man hat sozusagen in Real Life im Vergleich, kann ja abschätzen, wie viel 1500 Meter sind oder wie weit man auch immer. Scheiße! Menno! Fast 2 Kilometer hab ich's geschafft. So. Nochmal eine Runde. Zock. Da haben wir es bald. Ja, und ich finde einfach auch hier, ich meine, guckt euch das doch mal an. Diesen wunderschönen Rahmen oben am Bildschirmrand. Das finde ich auch cool. Der ist einfach mega geil, wo man auch links diese Säule sich füllen sieht, wenn man Münzen einsammelt. Und ich finde, grafisch ist das Spiel natürlich top. Also da kannst du absolut nichts dagegen sagen. Klar, gibt Besseres, aber nichts zu meckern. Für so ein Spiel natürlich absolut ausreichend. So, jetzt geht's hier nur rechts rum. Früher gab es auch mal Wasserrutschen, dass man auf, Flüsse, reißende Bäche raufspringen konnte und mit denen dann weiterreisen konnte. Aber die habe ich irgendwie nicht... Ach man! An derselben Stelle! Die Karte ist zwar nicht immer gleich, aber es war trotzdem von so einem Holzbanken hoch auf die Steinmauer. Mann! Habe ich nicht hingekriegt. Auf jeden Fall... Es ist ein super Spiel. Temple Run gefällt mir richtig gut. Werbung gibt es leider. Leider. Aber was soll man gegen Werbung tun, ne? Eine werbefreie Version kann man sich fast immer jetzt momentan kaufen. Aber ich werde nicht für jede App ständig Geld ausgeben. Deswegen akzeptiere ich einfach mal die Werbung. Zack. Ach, mal verdammt, da hätte ich drüber springen müssen, um das zu bekommen. Jetzt habe ich es geschafft, die Stelle. Die ähnliche Stelle. Hui. So. Und es wird natürlich, umso weiter man kommt, umso schneller wird es natürlich auch. Das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Och Mann. Okay. Temple Run gebe ich 8 Punkte. Es ist wirklich noch gut. Es ist
mit der Tendenz zu sehr gut, aber es ist eben die nervige Werbung. Und ich finde, Temple Run ist auch noch vertretbar, was die Speichergröße angeht von 42 MB. Finde ich das noch absolut vertretbar. Und wir schauen uns gleich Temple Run 2 an. Da sind wir auch schon in Temple Run 2 und wie man hier deutlich sehen kann, ist die Grafik schon etwas anders, natürlich besser, was auch einen gewissen Performance-Verlust verursacht. Aber das ist heutzutage also auf meinem Handy zumindest nicht mehr spürbar. Und wir sehen natürlich, ich habe mir mal ein Spiel gestartet, die Map ist schon mehr Details. Es sind schon mehr Grafik-Details vorhanden, was dann wieder die Performance runterschraubt. Und ich muss sagen, in welche Richtung die Kurve geht, ist für mich einfach schwer zu sehen. Ich finde, es hebt sich kaum voneinander ab. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten funktioniert es genauso. Man muss links, nach links und nach rechts lehnen. Das kann man machen. Und es gibt neu sind allerdings so eine Items. Wie zum Beispiel Magnet gibt's. So wie bei Subway Surfer. Es gibt einen unbesiegbar Zauber. Den haben wir, glaube ich, gerade drauf. Kann man eben von nichts und niemanden getötet werden. Schade. Müssen wir leider nochmal ran. Es verfolgt uns nur noch ein Vieh, nicht mehr vier oder wie viel waren das? Ah, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Temple Run 2. Es ist eigentlich wie mit Filmen. Der erste Teil ist immer der beste. Das ist schade. Also, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Klar gibt es viele neue Sachen, andere Sachen auch, was die was so die, naja, die Community-Sachen anbetrifft, mit Facebook verbinden und teilen und mit den Münzen sich wieder irgendwelche Sachen kaufen und so weiter und so weiter. Ist natürlich schade. Der Anfang der Map ist übrigens immer derselbe. Und dann ab hier wird's anders. Da kommt dann, was eben zufällig generiert wird oder je nachdem, wie das funktioniert. Hui! Hui! So, sind wir schon durch. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Verdammt. Scheiße! Ich kann mich nicht auf zwei Sachen konzentrieren. Ich wollte noch irgendwas sagen. Auch die Werbung ist nerviger, muss ich sagen. Deswegen kriegt Temple Run 2 von mir auch nur leider, weil es eben auch an der Performance sehr viel, meiner Meinung nach, noch gemacht werden muss. So grafisch detailliert muss es nicht sein. Dafür sollten sie dann lieber besser in Performance stecken, denn ich merke schon, irgendwie kommt mein Handy da ins Schwitzen. Was nicht. Oh, hier ist ein Gem und dafür sind wir gleich mal draufgegangen, dass wir uns den geholt haben. Das ist natürlich sehr schön. So. Ja, dem Spiel gebe ich leider nur 7 Punkte, weil es eben für mich schlechter ist als Temple Run 1, Teil 1. Ich finde Teil 1 besser, der ist noch klein gehalten, niedlich, macht mehr Spaß. Hier gibt es neue Sachen, klar, das macht dann einmal oder dreimal Spaß, aber mehr nicht, muss ich leider so sagen. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen, lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Handy-Review. Haut rein!